Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession. Das Horoskop wird anders berechnet. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Umiana, ich grüße dich. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop bleibt und zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich, wobei bei dieser Art von Sonnenbewegung ist gar nicht die Bewegung die Sonne, sondern unser Planet Erde bewegt sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und diese Bewegung, was man Transit nennt, löst was aus im Geburtshoroskop, aktiviert Planeten, aktiviert Lebensbereiche. Und genau das schauen wir an, Monat Mai. Sonne bedeutet dahinschauen. Sonne steht in Verbindung zu unserem Auge, aber auch zu unserem Herz. Sonne symbolisiert unser Selbstbewusstsein, steht auch mit Vater in Verbindung. Das ist auch eine Lebensenergie. Sonne bewegt sich am 1. Mai und bleibt bis Mitte Mai im Widder. Und das bedeutet Neuanfang, Begeisterung, Kraft und Mut zu zeigen. Außerdem kommen noch Themen dazu, was zum 9. Lebensbereich gehört, wie Ausland, Auslandskontakten, Reisen und Spiritualität. Hier im Widder bewegt sich auch Uranus und Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnlichen Kontakten. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Bewegung wie Autosport gehört auch dazu. Mit Mars-Energie können wir uns behaupten, durchsetzen, uns wehren und zeigt diese Bewegung, wo sollen wir unsere Kraft einsetzen. Mars ist eine männliche Energie, kann auch einen bestimmten Mann bedeuten, Partner oder Wunschpartner, aber nicht nur das, sondern bei dieser Bewegung kann auch anderen Männer auch bedeuten, wie Kollegen, Nachbarn oder jemand von Verwandten. Mars bewegt sich im Stier, das heißt, du sollst deine Kraft einsetzen, deine Ziele zu erreichen oder dein Berufung leben. Außerdem kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzen musst im Arbeitsplatz oder dass du hier in diesem Bereich, Beruf oder Öffentlichkeit, Begegnung hast mit einer männlichen Person. Hier im 10. Lebensbereich gehört auch Anerkennung und entweder bekommst du Kompliment von diesem Mann oder setzt dich ein, dass du Respekt bekommen sollst. Dann kommt die Stierenergie dazu und das sind Werte, Wertschätzung, Besitz, aber auch Finanzen. Stier braucht Ruhe oder liebt Gemütlichkeit und Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft und das hat auch für dich gerade eine Bedeutung. Jetzt betrachten wir die beiden Mondknoten erstmal
in dein Geburtshoroskop. Die beiden Mondknoten bilden sich eine Drache. Diese Drache ist aber getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur den Körper. Und das ist die absteigende Mondknoten oder Ketu und zeigt all das, was wir erlebt haben, auch im früheren Leben, alten karmischen Themen, Erinnerungen. Und das hast du hier in Skorpion und das hat einen Einfluss auf den vierten Lebensbereich. Sicherheit, Stabilität, ein Zuhause zum Haben. Der Drachenkopf ist das, was die Seele sucht, weil die Seele braucht es. Das befreit, da machen wir neue Lebenserfahrungen. Und dieser Drachenkopf hast du im Geburtshoroskop hier in den 10. Lebensbereich, wo um deine Anerkennung bekommt, wo die Öffentlichkeit geht oder deine Berufung und das brauchst du. Das brauchst du und Stier kommt dazu, nimm das in Besitz, weil das ist für dich wertvoll. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Die absteigende Mondknoten oder Ketu, was die alten karmischen Erinnerungen betrifft, bewegt sich zurzeit im Schütze. Ketu bewegt sich ganzes Jahr und auch Jahr 2020 im Schütze und aktiviert bei dir Themen wie Ausland oder Orientierung, aber auch was die fünften Lebensbereich betrifft, Kinder, inneren Kind, Kindheitserinnerungen, schöpferische Kraft, Lebensfreude und da kommen deine karmischen Erinnerungen. Und Rahu, dieser Drachenkopf, bewegt sich dieses Jahr und 2020 in Zwillingen. Und das ist die Richtung, wo du dich jetzt orientieren sollst. Da kommen Zwillingsthemen dazu, wie Leichtigkeit, Kommunikation, auch diese jugendliche Ausstrahlung, das ist auch Zwillingsenergie. Und das erlebst du hier im 11. Lebensbereich, wo deine Wünsche geht, deine Wünsche, Hoffnungen und auch Freundschaften. Jupiter bringt Glück, schenkt uns Optimismus, vermehrt etwas und hat mit Gerechtigkeit oder mit einer rechtlichen Lage auch etwas zu tun. Jupiter bewegt sich erst einmal und bleibt noch in diesem Monat in Skorpion. Jupiter aktiviert dir Themen, was deine Wohnsituation betrifft. Du hast jetzt Chancen, Möglichkeiten, etwas verändern wohnlich oder etwas gründen. Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet der Karma. Saturn ist rückläufig, das bedeutet Vergangenheit oder karmischen Themen. Oder noch etwas überprüfen, das bremst etwas. Und Saturn befindet sich im Schütze. Und hier hast du jetzt gerade Themen, auch Lernaufgabe, auch Erinnerungen, deine Kindheit oder dein inneren Kind, dass du entdeckst, deine Kreativität, deine schöpferische Kraft. Genau hier bewegt sich auch Pluto, ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun und Pluto sagt alles oder nichts, konzentriere jetzt auf die Wesentlichen. Venus verschönert etwas, Venus bringt auch Glück. Mit Venus-Energie sind wir kreativ, aber leben wir auch unsere Weiblichkeit. Und Venus ist die Liebesplanet, also aktiviert auch Liebe. Bei dieser Bewegung kann auch bedeuten, dass wir Kontakt haben mit einer bestimmten Frau oder mit Frauen. Venus bewegt sich in Fischen
Und hier hast du die Transformation. Und das hat mit deiner Weiblichkeit zu tun und diesem Lebensbereich ist auch die Intimität. Merkur und Mond ist auch hier in Fischen. Bei Merkur-Energie bedeutet jugendliche Ausstrahlung oder bei Merkur-Energie kann auch um Gespräche handeln, Termine, Verträge. Und die achte Lebensbereich hat auch mit Erbschaften was zu tun, Investitionen, Ämtern, besonders wenn das um Geld geht. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun ist im Wassermann und hat einen Einfluss auf die Liebe Partnerschaft. Die siebte Lebensbereich ist Liebe Partnerschaft. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung. Mond, Venus, die wirken zusammen. Dann kommt die Fischenenergie dazu und handelt sich um deinen Gefühlen. Und das ist die Zeit, Angst, Zweifel oder Schuldgefühl, all diesen Gefühlen loslassen und im Vertrauen bleiben, visualisieren. Vorstellungskraft ist hier gefragt. Mond hat auch einen Einfluss auf unserem Unbewussten, unseren Träumen, unseren Visionen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung. Sie wirken wieder gemeinsam. Das kann auch Gesprächen sein, Terminen, Verträgen. Und bei Mondenergie handelt es sich entweder mit Mutterthemen oder sollst du intuitiv handeln oder Gesprächen über Gefühle. Das ist auch eine Art Befreiung. 4. Mai ist Neumond im Widder. Das heißt, Mond übergeht im Widder und trifft Sonne und Mond. Ein Neumond heißt Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Über was? Das ist Widder-Energie, also über einen Neuanfang oder was den 9. Lebensbereich betrifft, Nachdenklichkeit über eine Reise oder über Spiritualität. Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr, 5. Mai. Merkur übergeht im Widder. Aktiviert Themen Widder, natürlich Neuanfang, Begeisterung, Mut und Kraft, das auch ansprechen. Und der 9. Lebensbereich ist auch aktiviert. Gespräche über Reisen oder eine Nachricht von Ausland oder etwas lernen wie Fremdsprache oder Spiritualität. 6. Mai ist Mond im Stier. Neumond ist vorbei, beginnt die zunehmende Mondphase. Dann können wir etwas starten, was zunehmen soll, was vermehren soll. Und Mond steht im Stier und das hat mit Werten und mit Finanzen was zu tun. Und hier im 10. Lebensbereich handelt es sich um deine Ziele, handelt es sich um Anerkennung oder deine Berufung. 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Mars ist die Kraft und setzt etwas in Bewegung oder sollst du mit dieser Mars-Energie dich durchsetzen. Im 11. Lebensbereich sind Freundschaften oder eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen. Mars ist männlich, kann auch bedeuten, dass du hier in diesem Bereich begegnest, du mit einer männlichen Person. Hier im 11. Lebensbereich handelt es sich auch um unsere Wünsche und Sehnsüchte und da sollst du die Energie lenken. Möglich ist auch, dass du hast einen Wunschpartner und dieser Mann spielt eine große Rolle in dein Leben. Der 8. Mai
ist Mond in Zwillinge und steht mit Mars in Verbindung. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag und beeinflusst unseren Gefühlen. Und hier Mars-Mond-Verbindung heißt entweder, dass es gibt einen Mann, wo er tiefe Gefühle für dich hat, oder entspricht deinen Gefühlen und dieser Mann spielt eine Rolle in dein Leben. Ist auch möglich, dass diese Mars-Energie gibt die Impuls und spürst sehr intensiv deinen Gefühlen und kannst es nicht im Zaum halten. Das kann auch Wut auslösen. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung. Merkur-Uranus, eine Überraschung, eine Nachricht oder ein Gespräch, etwas, womit du gar nicht rechnest. Oder kommt eine Nachricht und dadurch ändert sich etwas und diese Nachricht kann von Ausland kommen. 10. Mai übergeht Mond im Krebs und das ist Rückzug, Nachdenklichkeit und das brauchst du auch, damit du in Ruhe, im Gleichgewicht bleibst. 11. Mai übergeht Venus im Widder. Ändert sich die Energie. Und das heißt, du findest eine Reise schön oder du kennenlernst im Ausland jemand, weil Venus aktiviert auch Liebe, Partnerschaft. Möglich ist es auch, dass du kreativ bist und bist in einem spirituellen Weg oder hast du Kontakt mit einer Frau. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist immer Spannung, Nervosität, Unruhe. In diesem Tag fehlt die Erde-Element, fehlt die Sicherheit, die Stabilität und Struktur, kann auch Geldverlust auslösen. Dieser Halbmond ist exakt um 2 Uhr und 12 Minuten und das ist hier im Krebs. Krebs hat einen Bezug auch zur Familie, kann die Spannung auch dort sein. Oder du erlebst das in deiner Umgebung und dann ist das wichtig, ein Rückzug. Möglich ist auch, dass du einen Partner hast und er ist im Rückzug und dadurch entsteht diese Spannung. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Das ist dein Aszendent, hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Hier hast du im Geburtshoroskop Uranus. Das heißt, du bist sehr außergewöhnlich, eine Persönlichkeit. Pluto zeigt deine inneren Macht und deine Kraft, auch deine erotische Ausstrahlung. Und unserem Planet Erde, Gaia, symbolisiert das, bewegte sich in deinem Geburtstag auch hier im Löwe und zeigt, hier manifestiert sich etwas. Und das bist du selbst, die Selbstdarstellung, deine Persönlichkeit sollst du manifestieren. Hier wird Mond aktiviert und das heißt, du nimmst deinen eigenen Gefühlen intensiver wahr oder hast du Einflüsse von außen und das beeinflusst deinen Gefühlszustand. Mond steht mit Mütterlichkeit oder mit Mutter auch in Verbindung, das kann auch ein Thema sein. Das ist eine zunehmende Mondphase und hier bei Aszendent handelt es sich auch um unserem Aussehen, unserem Körper. Also kann auch bedeuten, dass du in dieser Zeit etwas zunimmst. 15. Mai ist Mond im Jungfrau. Und das heißt Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Dann kommt noch die Jungfrau-Energie dazu, das in Ordnung zu bringen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier, beginnt ein neues Monatsthema und das sind die Werten und Finanzen. Und bei dir wirkt die Bereich, dieser Lebensbereich, wo die Sonne, diese Lebensenergie auch fließt, Ziele setzen.
etwas in Öffentlichkeit bringen oder die Berufung leben. 17. Mai ist Mond im Waage. Und hier hast du Themen mit Verwandten oder wie sollst du dich durchsetzen gegen Konkurrenten. Bedeutet auch Austausch, Informationen, Kommunikation oder etwas lernen. Hier lernst du dich durchsetzen, dich zu behaupten. Mit Waage ist das nicht ganz einfach, weil dem Waage liegt die Harmonie. Oder wenn du dich durchsetzt, dann entschuldigst dich dafür, weil möchtest du dich beliebt machen. Und das erlebst du bei deinen Verwandten oder bei Nachbarschaft. Und hier lernst du zu deiner Meinung stehen. 18. Mai ist Vollmond hier im Waage. Und dieser Vollmond beleuchtet diese Themen. Wenn du dich nicht behaupten kannst, nicht durchsetzen kannst, ohne Schuldgefühle zu haben, dann Neptun, was in deinem Geburtshoroskop hier in diesem Lebensbereich liegt, fühlst du dich enttäuscht und du sollst auf deinen eigenen Gefühlen achten. Also nicht bereuen, wenn du hier dich behauptest. Dafür brauchst du auch nicht entschuldigen, sondern hier sollst du die Neptun-Energie leben und Mond aktiviert dein Neptun in dein Geburtshoroskop, deine Träume zu verwirklichen. Dieser Vollmond ist exakt um 22:11 Uhr. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in einer Verbindung. Uranus, Venus, und das heißt, sie wirken gemeinsam. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Dann kommt die Venus-Energie dazu. Entweder Veränderung in die Liebe, Partnerschaft, das kann auch in einer Reise passieren. Oder kommt plötzlich unerwartet eine Nachricht von Ausland, von einer weiblichen Person und dadurch ändert sich etwas. 19. Mai ist Merkur im Stier. Hier kommen Handlungen, Gespräche, Termine. Und das erlebst du im Bereich Finanzen, ist möglich. Die Tierkreiszeichen Stier steht zum Geld, zum Finanzen. Dann die 10. Lebensbereich stehen die Öffentlichkeit. Und mit Merkur-Energie kann passieren, dass du einen Vortrag hast oder stehst du in Öffentlichkeit oder kannst du andere überzeugen mit deinem Wissen oder deiner Meinung. Möglich ist auch, dass hier Vorstellungsgespräch hast oder Arbeitsvertrag und hast du die Kontakte, fangst an zum Handeln und lebst deine Berufung, weil das ist die Zeit, wo du das verwirklichen kannst. 19. Mai, also im selben Tag, ist Mond in Skorpion aktiviert bei dir, die Skorpion-Energie, auf die Gefühle achten, Angst loslassen und übergehen auf die positiven Gefühle wie Begeisterung, Hingabe und Liebe. Und dann noch die 4. Lebensbereich, das wirkt natürlich auch. Da kommen auch Veränderungen in deine Wohnsituation. Das ist eine abnehmende Mondphase und das eignet sich dafür, Angst loslassen. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vergrößert etwas und das sind intensive Gefühle oder sollst du intuitiv handeln. Und Jupiter gibt Möglichkeiten, Chancen, auch Glück, etwas verbessern in deiner Wohnsituation oder etwas gründen. 21. Mai ist Mond im Schütze, aktiviert Themen, Kindheit, Kindheitserinnerungen, inneren Kind, schöpferische Kraft oder Kontakt zu Kindern.
22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Das kann Mutterthemen sein oder auf deine Gefühle achten, das in Ordnung zu bringen. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung. Und Pluto sagt, konzentriere auf dem Wesentlichen und lass alles los, was dich belastet. 24. Mai steht Merkur im Diamant, im Stier. Da klärt sich etwas oder beschleunigt es etwas. Das sind Themen, was mit Werte betrifft oder Finanzen. Und bei dir kommt noch dazu Öffentlichkeit, Berufung, Anerkennung. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock. Hast neue Themen hier und das ist Arbeit, Pflichten, Alltag, das zu bewältigen und Gesundheit. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist Unsicherheit, Spannung und das betrifft Liebe, Partnerschaft. Dieser Halbmond ist exakt um 17 Uhr 34 Minuten. Es fehlt die Feuerelement. Es fehlt die Begeisterung, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. 27. Mai steht Neptun und Mond in Verbindung. Sie haben so ähnlichen Essenz, entspricht unserem Unbewussten, unseren Visionen, unseren Träumen. Und wenn die beiden miteinander verbunden sind, kann es sogar auslösen, dass wir über Traum eine wichtige Botschaft erhalten. 29. Mai ist Mond in Fischen. Hier handelt es sich um deinen Gefühlen, das Transformieren wie Angst, Zweifel, all das Loslassen, übergehen auf positiven Gefühlen. Mond kann auch Themen auslösen, hier wie Intimität oder erbschaftlichen Themen. 31. Mai ist Mond im Widder. Das kann für dich ein Neuanfang bedeuten oder Begeisterung oder Reisen oder Spiritualität. Liebe Umiana, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.